Die Tappe wird geöffnet. Die ist relativ einfach einzulegen. Zwei Nocken einlegen und zumachen. Fertig. Sie sehen an der Drehbewegung schon, ähnlich wie im Clip, das ist die mechanische Dosierung. Wie die genau funktioniert, darauf gehe ich gleich ein. Pro 360 Grad Rotation wird nämlich eine exakt bestimmte Menge Pulvergranulat in den Spülraum gegeben. Abgestimmt auf das gewählte Programm rotiert die Powerdisk entweder zwei, drei oder viermal. Speziell im Programm Automatik ist die Dosierung nicht hinterlegt, sondern richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung. Und diese Verschmutzung ermittelt sich wiederum über einen Sensor. Orientiert man sich am Programm normal 60 Grad, reicht eine Powerdisk für ca. 20 Spülgänge, was bei haushaltsüblicher Nutzung ungefähr einem Monatsbedarf entspricht. Und nur der Vollständigkeit halber, selbstverständlich verfügt der G7000 auch über den klassischen Zweikammerbehälter in der Tür, wo sich, falls gewünscht, herkömmliche Reiniger wie Tabs oder Pulver auch einfüllen lassen. Dazwischen braucht der Spüler also nur noch im richtigen Moment eingeschaltet zu werden. Und auch das nimmt Ihnen das Gerät ab. Denn natürlich ist der neue G7000 von Miele per WLAN vernetzbar und je nach Land übrigens auch über Amazons Sprachassistenten Alexa steuerbar.